So. Und jetzt brauchen wir nur noch 17 Dex-Einträge. So, bis PC, Pokémon, bewegen, Team-Pokémon, du raus, du da rein. Ich will mal kurz das gucken. Vielleicht ein Pokémon, was wir gefangen haben, irgendein spezielles Item dabei hat. Kann ja auch mal vorkommen, dass wir Glück haben. Aber haben wir natürlich nicht. Wen könnte man noch fliegen? Pokémon, die es da gibt. Nichts Interessantes. Mondberg, nichts Interessantes. Rote 4. Doch, da oben. Da oben will ich hin. Weil da gibt es ein Pokémon. Das kann man auch noch gegen was anderes tauschen. Und deswegen sollten wir es auch direkt fangen. Ist ja logisch. Wäre sinnlos, es nicht zu fangen. Und da kommt uns Schlafbruder gut in die Quere. Also nicht gut in die Quere, nicht in die Quere, sondern zur Hilfe. Pokémon, tauch auf. Gut. Und zwar ist es nicht das Raupi, aber Raupi haben wir auch noch nicht, also fangen wir es. Wir fangen einen Raupi. Schlafbruder. Perfekt. So. Jetzt können wir den Beutel werfen und den Hyperball. Schön, gefangen. So. Hab gerade was getrunken. Seine Haut ist grün beim Wachsen, streift es sie ab und verpuppt sich in einem Seidenkokon. Weil ich hier doch sehr viel jetzt irgendwie quatsche und irgendwie der Hals recht schnell rau geworden ist. Unerwarteterweise. Deswegen habe ich dann einfach den Eistee getrunken, den das Arktos nicht haben wollte. So. Ich dachte mir besser, als wenn es hier verschimmelt. Kann Eistee überhaupt schimmeln? Also das würde mich auch mal interessieren. Falls das irgendjemand von euch weiß, ne? Kann Eistee schimmeln? Ich will es mir gar nicht vorstellen, aber würde mich jetzt mal so interessieren. Und ich bin zu faul, selbst nachzugucken. Also macht ihr es doch bitte für mich. So. Schlafbruder. Ja, geht daneben. Ein Lockduft. Was irgendwie komisch ist, weil das überhaupt nichts bringt. Aber das ist mir egal. Wir setzen einfach weiter Schlafbruder ein. Und daraufhin folgt natürlich nur ein... Komm, komm. Nur ein Hyperball. So. Da hätten wir es, oder haben wir es? Eins, zwei, drei, vier. Gefangen. Schön, schön, schön. So, dann fehlen uns nur noch 15. Sein wissenschaftlicher Name lautet Odium Wanderus. Nachts soll es knapp 300 Meter auf seinen zwei Wurzeln zurücklegen. Also den Dex-Eintrag kannte ich echt noch nicht. Sein wissenschaftlicher Name lautet Odium Wanderus. Ach Gott. Wie kreativ. Ah ja. Ist doch egal, Latz. Pack die Pokémon einfach irgendwie in eine freie Box. Ist mir doch egal, wo die ist. Ist es? Nee, ist es immer noch nicht. Eigentlich warte ich hier nur auf ein bestimmtes Pokémon. Wenn ihr aufmerksam das Let's Play verfolgt habt, wisst ihr gar nicht schon, welches es ist. Und zwar ist es das da nicht. Nun ist ein Pokémon, was... Das da auch nicht ist. Ja, also ich habe gerade irgendwie nachgedacht. Und dabei kam leider nichts raus, so wie immer. Einfach weiter gucken und wir hoffen, ist es das. Ich werde jetzt hatte die ganz geringe Auftauchwahrscheinlichkeit. Da gibt es das in dieser Situation gar nicht. Und doch, es muss das geben. Es wäre der Tauschpartner völlig sinnlos. Komm. Aber jetzt muss es doch haben hier. Irgendwo muss es doch sein. Junge. Oder kann es auf dieser Route... Warte, Moment. Ich will mal kurz was testen, indem ich einfach mal die Route wechsle und
da oben nachgucke. So. Betreten wir halt mal eine andere Route hier und gehen mal da im Gras nachgucken auf Route 25. Weil ich habe so eine Befürchtung, dass es nur da ist. Nee, hier tauchen auch nur Raupis auf. Super. Mhm. Sonst noch was? Noch was anderes als Raupi? Und wir haben natürlich vorhin vergessen, in der... wie heißt es nochmal? In der Seesturminsel zu angeln. Was natürlich blöd war. Weil dann hätten wir auch noch ein Pokémon gehabt. Haben können. Taucht das hier nicht auf? Bin ich blöd? Ja, außer das natürlich, das sowieso, aber... ja, komm. Kann es sein? Du bist es! Nein. Ich habe keine Lust mehr zu suchen. Das sind zwei Dex-Einträge, die mir sonst durch die Lappen gehen. Ich muss es haben. Warte, es muss dann... Warte, Moment, dann gehen wir mal nach Süden. In den Süden müssen wir dann... um... den Baum zu zerschneiden, der uns gleich im Weg stehen wird. Und zwar genau den da. Du kannst Zerschneider hier einsetzen. Willst du das machen? Ja, will ich. Los, Kurenta! Du bestes Pokémon, wenn ich es einsetze. So, ist es hier, das Pokémon, was ich suche. Nicht ganz, aber ist es nicht schlecht. Deswegen, lass uns dich fangen. Lass uns dich fangen. Ja, das geht noch. Das ist korrektes Deutsch, so in etwa. Ist eingeschlafen. Jetzt kann ich dich fangen. So. Mit dem Hyperball. Oh, das ist ein... 1, 2, 3, gefangen. Jawohl. Und... er schläft den ganzen Tag, nachts patrouilliert es sein Gebiet mit glühenden Augen. Wow. Mir wäre lieber das Halltag, wenn du das Halltag einsetzt. Dann krieg ich das Geld. Geld! Geld. Wie geht die Welt? Nee. Welt wird mit T geschrieben, also ist T richtig. Was habe ich mir gerade dabei gedacht? Egal, wahrscheinlich gar nichts. Aber das haben wir ja mittlerweile geklärt. Hier noch was Interessantes. Nee, komm. Dann gehen wir jetzt zur Zinnoberinsel, dann machen wir jetzt direkte viel Fangen auf einmal und nachher, wenn ich weiterkomme. Fliegen auf die Insel, da. Dann gehen wir nämlich jetzt in das Pokémon-Haus und fangen uns da Pokémon. Ja, so unglaublich das klingen mag. Eigentlich ist das überhaupt nicht unglaublich. Klingt auch überhaupt nicht unglaublich, aber ist ja auch egal. Moment mal, wir können noch was machen. Und zwar können wir unser Arcani hier ablegen. Ja, legen wir mal ab. Warum ausgerechnet Arcani? Weil Arcani keine Feldattacke kann und ich Arcani am liebsten ablege, weil ich es nicht mag. Also, ich mag, doch, ich mag natürlich Arcani. Wir sind alle Pokémon hier ans Herz gewachsen. Außer eins. Und zwar wollen wir mit Purenta nach Mamoria City doch nochmal fliegen. Weil dort können wir noch ein Item uns holen, womit wir noch ein Pokémon uns holen können. Und zwar nach da, nee. So. Genau. Und dann zerschneiden wir einfach mal das da. Und dringen in das Museum von hinten ein. War wir überhaupt schon im Museum? Ich glaube schon. Nee, doch. Doch, wir waren schon im Museum. Aber ich will das da. Der Bernstein schimmert goldbraun, ist durchsichtig. Ich glaube, in diesem Stück Bernstein ist Pokémon DNS enthalten. Es wäre grandios, wenn man daraus ein Pokémon wieder auferstehen lassen könnte. Doch meine Kollegen nehmen mich nicht ernst. Könntest du etwas für mich erledigen? Lass das im Pokémon-Labor untersuchen. Und da halten wir den Altbernstein. Machen wir auch gerne, um uns ein Pokémon zu holen, weil da ist tatsächlich Pokémon DNS drin. Aber das verraten wir dem nachher natürlich nicht mehr. Beziehungsweise das will er auch gar nicht wissen im Prinzip, aber es ist uns egal.
Nee, 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 nee. Ja, nee. Wir gucken trotzdem mal kurz alle durch und sprechen die auch durch, weil zwei gibt's, glaube ich, hier, die Pokémon tauschen wollen. Hallo! Willst du deinen Reizball nicht gegen Elektroball tauschen? Nee, will ich nicht. Elektroball haben wir schon. Ich habe auf dem Mondberg ein seltsames Fossil gefunden. Ich denke, es stammt von einem seltenen Urzeit-Pokémon. Besitzt du ein Blutzug? Willst du es gegen Tangela tauschen? Wenn ich eins hätte, ja. Moment, wir haben noch eins. Mach ich gleich. Ich komme gleich wieder. Verlass mich nicht. Nimm du da. Ich kann ein Pokémon eine tolle... Achso. Nee, ich will nicht mit Trudelum lernen. Stubattacke. Die ist nicht so gut. Die ist rein randommäßig. Wobei es auch lustig wäre, so einen Kampf zu machen, wo alle nur Metronom können. Hallo. Ich leite hier die Forschungen. Wir erforschen Fossilien von Urzeit-Pokémon. Hast du ein Fossil für mich? Den Altbernstein. Das ist ein Altbernstein. Das ist ein Fossil von Aerodactyl. Nein, da ist höchstens Pokémon-DNS von Aerodactyl. Woher willst du wissen, dass im Bernstein etwas eingeschlossen ist? Ja, da ist schon etwas unlogisch. Dank modernster Technik können wir Pokémon aus Fossilien wiederbeleben. Nö. Ja. Und? Also, ich kann jetzt ja sagen, dann stimme ich dem zu, oder nein, dann stimmt das nicht, oder wie? Ja. Gib es schnell her, damit ich fortfahren kann. Wie jetzt? Es wird einige Zeit dauern, komm einfach später wieder vorbei. Ja, das wird dauern unglaublich lange. Denn, Leute, wir können uns hier jetzt 3 Stunden drin aufhalten, und der wird nicht fertig werden. Aber, der ist unglaublich arbeitswütig, aber lässt sich das nicht anmerken. Sobald man ihn den Rücken zudreht und einmal hier den kompletten Gang lang läuft und das Haus verlässt und wieder betritt, ist es mysteriöserweise fertiggestellt. Das hält man fast nicht mehr für möglich, aber ist tatsächlich so. Gib her, gib mir mein Pokémon. Wo warst du? Wir haben... Der ist echt arbeitswütig, ne? Wir haben ein Fossil wiederbelebt. An der Aerodactyl, ganz wie ich es vermutet habe. Nö. Hallo, ich bla 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 bla, habe ich mir schon erzählt. Ja, es ist ein Fossil von Ammonitas, einem schon lange ausgestorbenen Pokémon. Bla bla bla, habe ich alles schon erzählt. Ja, 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 Also, als nächstes werden wir jetzt Pokémon... ablegen. Warte, wir werden mal was versuchen, und zwar will ich Pokémon bewegen. Und zwar will ich das Aerodactyl auf Level 5. Ist das ein Shiny? Nee. Shiny sieht anders aus. Oder? Ich bin gerade irritiert, aber ich glaube nicht, dass es ein Shiny ist. Das wäre sonst was unverschämtes Glück. Blutzuck. Da bist du. Das interessiert mich gerade, weil ich bin gerade sehr irritiert, aber ich glaube nicht, dass es shiny ist. Nee. Ja, okay, gut, dann haben wir das jetzt schon geklärt. Dann haben wir jetzt einen Blutzug, tauschen das gegen... So, Moment, wir waren jetzt bei 15, waren wir jetzt? Wie viele Pokémon fehlen uns noch? 13! Oh. Hö, ich komme ja noch gut mit. Bla bla bla, habe ich alles schon erzählt. Ja, will ich tauschen. Jetzt sehen wir wieder eine aufwendige Tauschanimation. Wie heißt das? Spaghetti. Können wir sie wenigstens Spaghetti nennen? Das würde wenigstens schöner klingen. Statt Spaghetti. Meine Güte, Nintendo, Nintendo. Wahrscheinlich war das nur ein Tippfehler oder Nachhase. Das traue ich Nintendo mittlerweile zu. Welches Item war das denn? Sternenstaub. Ja, kann man verkaufen, mehr aber auch nicht. War besser als gar nichts. Komm, nehmen wir einfach mit. Und das ist halt so ein Spaghetti. Das passiert, wenn man Spaghetti nicht auf isst, sondern in den Müll schmeißt. Und in dem Müll sich auch noch ein paar Schuhe befindet. Weil dann erwachen die zum Leben,
und wachsen in diese Schuhe hinein und dann entsteht da so ein Spaghetti-Monster, ne? Also, so wisst ihr, wie diese Viecher entstehen. Und das nennt man dann übrigens auch umweltfreundlich entsorgt, weil sind halt auch Pflanze dann wegen Umwelt und so halt. Das ist der ganze Hintergrund hinter der ganzen Sache. Also, esst immer brav eure Spaghetti auf, damit nachher nicht irgend so ein Spaghetti-Monster auftaucht. Wäre immer so unangenehm, wenn man auf einmal einen morgens aufwacht, auf einmal liegt da irgend so was eklig. Oh Gott, ne, jetzt will ich mir nicht vorstellen. Okay, gut.